gebracht? In dein Auto? Oder bist du mit Zug? Ich wollte eigentlich über euch reden. Ja, wenn wir uns schon mal in der Neustadt sehen, völlig irrelevant, Alter. Ihr seid irrelevant. Ja, ja. Genauso richtig. Jeder ist irrelevant in der Form. Eigentlich zählt nur das Kollektiv, oder? Hältst du mal, Alter. Ist ein Kommi oder was? Was heißt das denn jetzt schon wieder? Ja, Kollektiv und so. Bist ein scheiß dreckiger YouTuber. Hey, immer schön freundlich bleiben, oder? Was ist denn ein Faschist? Halt's Maul, ich will mit dir nie über Faschismus reden. Also weil du es nicht weißt, das ist es doch. Du hast doch keine Vorstellung von Faschismus. Hä? Halt einfach dein Maul, Alter. Nein, das ist auch keine Grundlage für ein Gespräch. Lass dich nie wieder in eine neue Stadt gehen. Ich gehe dahin, wo ich will. Ich lass mir von Faschisten nicht vorschreiben, wo ich hinzugehen habe. Alter, wenn du noch mal in eine neue Stadt gehst. Ja. Das ist richtig hart, Alter. Na, mit wem denn? Kunde, in Leipzig wurdest du doch auch schon rumgejagt. Fäden in Berlin und so. Aber warum? Ich zeige doch nur, was passiert in der Welt. Ja, weil du Dulli bist, Alter. Aber das ist jetzt menschenfeindlich. Na klar, ich bin ein richtiger Menschenfeind, Alter. Und du stehst ganz oben auf meiner Liste. Aber warum denn? Du einfach ein Lappen bist, Alter. Aber auch der auch Lappen haben doch das Recht zu leben. Du gibst den ganzen aber Bühne. Hier rum ich gebe euch auch nur eine Bühne, aber ihr nutzt das Ganze ja nicht. Ihr zeigt ja nur, dass ihr gar keine Ahnung habt, wovon ihr redet. Ganz hast genau du Ahnung? Von YouTube oder was? Na, von was? Frag mich doch mal was. Ich frag euch, was Faschismus ist. Ihr nennt mich ein Faschist, ihr könnt doch nicht mal das Dreck, na doch, reicht ja, dass du herkommst, um mit mir zu reden. Du kannst doch nicht sagen, oh, ich will mit dir nicht reden, Alter. Das sind so Kindergespräche, wirklich. Da kann ich zu einem Zwölfjährigen gehen, der gibt mir genau solche Kommentare. Kind, Alter, du Lappen. Ach so? Werd mal erwachsen, sind alle Alter. YouTuber, du läufst mit irgendwelchen 60-jährigen Halbtoten hier rum, Alter. Du bist ja irgendwie noch halbwegs Jüngere hier gewesen, Alter. Das sprühende Leben oder was? Was meinst du damit? Du sagst, dass ich mit Halbtoten rumlaufe? Ja, guck dir die doch mal alle an, Alter. Die sind ja alle auf Ratzefarben. Ey, Digga, du kannst mir noch nicht mal deine Augen zeigen. Ich werde, du hast übelst die Teller. Halt einfach deine Fresse. Na, fahr bitte drauf, Alter. Du gehst immer richtig hart aufs Mett. Ja, aber du kannst nur drohen. Ihr könnt nur drohen. Das ist das Einzige, was ihr könnt. Und dann redet ihr von einer tollen, grenzenfreien Gesellschaft und ihr verbreitet nur Angst. Wen meinst du denn mit ihr? Alter, sei froh, dass ihr so viele Brüche kriegt, Mann. Wen meinst du denn mit ihr, Alter? Ja, bin ich auch. Ja, bin ich auch. Aber irgendwie musst du ja heute noch nach Hause kommen, oder? Mhm. Na, ich vertraue da ein bisschen auf unseren Rechtsstaat. Mhm. Der solchen Faschisten, wie ihr es seid, in die Schranken weist. Ganz Blick, Junge. Ja, aber warum? Sag doch mal, warum? Haben wir doch schon gesagt, weil du ein Lappen bist. Also, ey, nicht die Kamera anfassen. Aber ihr könnt doch nicht jeden Lappen im Auge behalten. Dich bist ja, aber du bist ja der Oberlappen, Alter. Was macht mich denn jetzt zum Oberlappen? Jetzt mal ehrlich. Du streamst? Ja, komm, weißt du, wie viel das streamst? Was denn für eine Fascho-Scheiße? Ey, Alter, du warst doch auch schon ganz anders. Ich zeige den Menschen, was hier auf der Straße passiert. Ja, ich zeige euch auch. Ich zeige auch eure Fascho-Scheiße. Was für eine Fascho-Scheiße? Digga, was ist ein Faschismus? Ein Faschist ist, der mit keinen anderen Meinungen klarkommt, der seine Linie mit Gewalt durchsetzen will. Und nichts anderes tut ihr doch hier. Halt nichts anderes. Fresse. Wenn die Polizisten da drüben nicht stehen würden, würden die mich angreifen, oder? Du weißt Bescheid, ja. Dass ihr Faschisten seid, oder was? Halt's Maul, du weißt Bescheid, ja. Von was? Ich rede mit wem ich will, wo ich will und ich lasse mir von Faschisten nicht vorschreiben lassen, wo ich hingehe. Ja, kannst du erwarten. Wir sehen uns trotzdem hier. Schönen Tag noch. Ah, guten Tag. Habt ihr eine Meinung? Schade. Es ist gar nicht so einfach, im 21. Jahrhundert einer Pressetätigkeit nachzugehen, wenn man jeden Menschen vor die Kamera holt, um mit ihm zu reden. Aber, oh Mann, ey. Ach, wieder zwei Freunde mehr.